Darstellung des Produkts am ansprechendsten? Also für mich dominiert eher die Schale und ich finde, wir sollten dies herausstellen. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Produkt wie dieses entsprechend bildlich darzustellen. Und wir haben uns überlegt, dass in Zeiten, in denen das Internet immer schneller wird, in denen die technischen Möglichkeiten immer besser werden, in denen wir mit Facebook, mit Instagram und YouTube kommunizieren, ist es an der Zeit, dass wir von Holz Porzellan auch mal ins Internet mit einem Video kommen. Deshalb haben wir uns überlegt, Ihnen die verschiedenen Abteilungen und Bereiche unseres Unternehmens in einer kleinen Videopräsentation vorzustellen. Und dazu laden wir Sie jetzt herzlich ein. Ich stehe jetzt in der Apothekerstraße 1 in Halle, Westfalen, unser Firmensitz von Holz Porzellan. Dieses Haus ist 1887 erbaut und nach den Bedürfnissen und Belangen von Holz Porzellan saniert und renoviert worden. Ich lade Sie ein, einen Blick in unsere Büros und in unseren Showroom zu werfen. Treten Sie ein in die Firmenzentrale hier in Halle von Holz Porzellan Germany. Unser Musterzimmer Nummer 1 ist vornehmlich reserviert für Facheinzelhandelsware und Geschenkartikel sowie einem entsprechenden Neuheitenregal, auf dem wir die aktuellen Entwicklungen und die aktuellen Projekte von Holz Porzellan vorstellen. Das Musterzimmer 2 repräsentiert unser Basic-Sortiment. Hier haben wir die Schalen, die Bowls, die Tassen, die für beide Anwendergruppen geeignet sind, also sowohl für den privaten Endverbraucher als für den professionellen Gastgeber, können Sie hier Stück für Stück anfassen, vergleichen, kombinieren und herausfinden, was für Ihr Sortiment genau das Richtige ist. Gut strukturiert zeigen wir die verschiedenen Warengruppen unserer Kollektion hier in der Ausstellung in der Apothekerstraße 1. Hier sehen Sie zum Beispiel unser Becher- und Tassenregal, wo Sie alle Auswahlmöglichkeiten, alle Kombinationsmöglichkeiten, Obertassen, Untertassen, korrespondierend in die jeweiligen Tellerserien selbst herausfinden können. Hier in unserem Musterzimmer 3 haben wir die Präsentation unserer Tellerkollektion aller Serien, des Gastronom Porzellan, die Kollektion Backformen und einem Teil der von uns abgewickelten Vignetten- und Dekoraufträge. Hier haben wir einige Belegmuster von kundeneigenen Veredelungen auf Holz Porzellan. Und natürlich auch hier nochmal eine große Auswahl von sogenannter OEM-Ware, also Porzellan, das wir für Fremdmarken herstellen. In unserem kleinen Besprechungs- und Tagungsraum können wir mit unseren Kunden entsprechende Meetings durchführen, Konzepte ausarbeiten und uns einfach mal zusammensetzen, Ideen austauschen und in einem Brainstorming neue Verkaufs- und Vertriebsmechanismen entwickeln. Hier an diesem Platz arbeite ich in der Regel. Hier entstehen die Ideen. Von hier aus bemühe ich mich, die Geschäfte und die Geschicke von Holz Porzellan zu lenken, zu steuern, zu organisieren und zu delegieren. Und bin froh, dabei einen guten Stab Mitarbeiter um mich herum zu haben. So, und hier ist unsere Buchhaltung. Hallo. Hallo. Und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick in das Verkaufs- und Vertriebsbüro von Holz Porzellan. Hallo. 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 So, das war der erste Teil unserer Unternehmenspräsentation. Und wir entführen Sie nun in die nächste Abteilung von Holz Porzellan. Hallo, da bin ich wieder. Heute stehe ich in Köln am Sürzgürtel auf der Luxemburger Straße 329 an unserem Porzellanstore in Köln. Und ich möchte Sie jetzt in das Innere unseres Porzellanstores in Köln entführen. Herzlich willkommen im Werksverkauf von Holz Porzellan.
4000 Artikel und Ideen in weißem Porzellan finden Sie nicht nur auf unserer Homepage, sondern Sie finden eine ganz große Anzahl davon auch hier in unserem Porzellanstore, den wir für unser Fachpublikum ein bisschen logistisch aufgebaut haben. Hier geht es mit vielen witzigen und guten Ideen zum Thema Fun and Function. Geht es los? Hier ist unsere Snackline-Kollektion. Geht über unsere Fußballkollektion hier in die Abteilung Eis und Suppe. Von der Suppe aus führe ich Sie zu den Schalen, zu den Kombinationsschalen. Hier geht es dann in den Bereich Buffetschalen, Präsentationsschalen bis zu unseren riesengroßen 50 cm Vita Level Bullets, die es, glaube ich, nur bei uns in dieser Größe gibt. Dann geht es hier weiter in unsere Abteilung Teller und Platten. Wir führen natürlich die klassischen Porzellanqualitäten Hartporzellan sowie seit 2017 neu in der Kollektion ist unsere High-Aluminascherbe. Das ist ein speziell verstärktes Porzellan, das unglaublich strapazierfähig für den gewerblichen Gastgeber ist. Natürlich haben wir nicht nur runde Teller, sondern wir haben auch ein wirklich ausgebautes Sortiment an rechteckigen und quadratischen Tellern und Platten, die Sie sowohl für den Tisch- und Servicebereich nutzen können, als natürlich auf dem Buffet. Da machen solche Mosaiks richtig Sinn und sehen auch verdammt gut aus. Platten für die Gastronomie ist ein unglaublich wichtiges Thema, nicht nur zum Servieren, sondern auch zum Einsetzen für das Buffet. Und da finden Sie bei uns eine große Kollektion, nicht nur an Größen. Wir haben flache Platten, wir haben tiefe Platten, wir haben halbtiefe Platten, wir haben eckige Platten, wir haben runde Platten, wir haben Pizzateller. Wir können Ihnen im Bereich der Flachteile da wirklich etwas bieten. Im Bereich der Backformen bieten wir Ihnen hier alle klassischen Designs, Größen und Formen. Nicht nur die typische Toskana für die Gastronomie in Oval, sondern wir haben auch rechteckige, wir haben quadratische Formen, wir haben glatte sowie die original mediterrane Keramik, die vor allen Dingen von den spanischen und portugiesischen Gastronomen sehr nachgefragt wird. Und wenn Sie jetzt gedacht haben, dass hier viel Porzellan zur Verfügung steht, dann haben Sie noch keinen Blick hinter diese Tür geworfen. Normalerweise, das sehen Sie, ist hier kein Zutritt für Kunden, aber für Sie machen wir jetzt mal die Tür auf und zeigen Ihnen ein bisschen Holst Porzellanstore Köln Backstage. Denn da steht noch mal so viel Porzellan. Hier sehen Sie, dass wir die klassischen Artikel, Teller, Tassen, in so riesen Mengen bevorraten, dass Sie hier auch gut und gerne mal 200, 300 Teller und Tassen mitnehmen können. Schauen Sie sich mal um. Espresso-Tassen, Cappuccino-Tassen, 72 Stück, 144 Stück, 366 Stück. Kein Problem. Können Sie hier aus unserem Store in Köln direkt mitnehmen. Und selbst damit ist es noch nicht getan. Wir haben hier noch weitere 1, 2, 3, 4, 5 Lagerräume, in denen wir für unsere Gastronomiekunden die Ware in einer ausreichenden Menge bevorraten. Und natürlich haben wir auch einen separaten Bereich, wo wir abgeschieden vom normalen Ladengeschäft mit Ihnen und für Sie eine entsprechende Porzellanberatung vornehmen können, sei es über ein Produkt, sei es für individualisiertes Porzellan mit Vignetten. Hier können wir uns in Ruhe unterhalten und in Ruhe das herausfinden und auch preislich analysieren, was für Sie das Richtige ist. Ein Besuch in unserem Porzellanstore lohnt sich aber nicht nur wegen der Vielfalt und wegen dieses Riesenangebotes. Wir haben auch immer wieder ganz neue Aktionen, Superpreise, Schnäppchen, vor allem hier hinten in unserer Aktionsecke. Das macht Spaß, denn da lacht auch Ihr Geldbeutel und es lohnt sich immer wieder hier mal reinzuschauen, um einfach mal zu gucken, was gibt es im Moment im Angebot. Ich freue mich, dass Sie hier gewesen sind. Ich freue mich, dass ich Ihnen dieses Geschäft zeigen durfte. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen in Köln-Kleppenberg. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Knut Holst
und ich möchte Ihnen heute das Herzstück der Firma Holst Porzellan vorstellen. Das ist unser Kommissionslager in Bielefeld-Brackrede. Gerade eben ist ein Container angekommen und ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick in unser Lager und unser Logistikzentrum geben. Gerade haben wir eine Sendung mit einem 20-Fuß-Container Porzellan bekommen. Die Ware kommt zunächst einmal lose in den Containern und wird hier von unserem Lagerpersonal palettiert und entsprechend für die Lagerung vorbereitet. Nachdem die Ware dann auf den Paletten verbracht ist, wird sie palettiert, um dann in die verschiedenen Lagerplätze eingeräumt zu werden. In unserem Lager hier in der Duisburger Straße haben wir verschiedene Sektionen. Augenblicklich befinden wir uns hier in der Sektion Kaffeebecher und wir lagern hier unsere etwa 1,60 Meter hohen Paletten auf Europalette, also 80 x 120. Und wir haben insgesamt 4 Lagerhöhen zur Verfügung. Auch bei uns ist Platz eines der größten Probleme, die wir haben. Bei einer Kollektion von 4000 Artikel und Ideen in weißem Porzellan müssen wir quasi jede Ecke ausnutzen. Und hier in dieser Sektion lagern wir die Artikel, die in kleinerer Stückzahl abgenommen werden, also nicht die als Palettenware herausgenommen wird, sondern hier kommissionieren wir von den einzelnen Palettenstellplätzen. Auch hier in dieser Sektion, Abteilung Schalen, lagern wir auf 4 Ebenen. 160 x 80 cm. Zusammen mit Block liegen wir etwa bei 120 Paletten. Das heißt, hier in dieser Abteilung liegen etwa 25.000 bis 30.000 Schalen aus Porzellan. Das wäre dann die Sektion Nummer 6. Das hier wäre dann die Sektion Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Und hier hätten wir Nummer 10. Hier in unserem Blocklagerbereich nehmen natürlich auch unsere Mitarbeiter die entsprechenden Warenqualitätsprüfungen durch. Von hier aus geben wir die Ware dann für den Verkehr innerhalb der Europäischen Union eben weiter und kommissionieren auch für die sogenannten Überhanglager. Leider kann ich Ihnen das Überhanglager in Bielefeld-Oldentrupp nicht zeigen, da es sich hier um einen geschlossenen Bereich der Spedition Kühne und Nagel handelt. Aber ich darf Ihnen versichern, dort liegen auch noch mal etwa 2000 Paletten Holst-Porzellan. Hier auf der B68 zwischen Osnabrück und Bielefeld in Halle Westfalen und ich möchte Ihnen jetzt unseren Werksverkauf in Halle vorstellen. Folgen Sie mir bitte in den Store. Herzlich willkommen im Porzellanstore in Halle. Hier in Halle ist unser Ladenlokal erheblich kleiner als in Köln, weil wir hier diese enormen Mengen, die wir in Köln bevorraten, nicht bevorraten müssen. Halle und Bielefeld haben eine Distanz von etwa 24 Kilometern, mehr ist es nicht. Und wenn größere Mengen zum Beispiel von Gastronomiekunden gewünscht werden, dann können wir diese innerhalb von 24 Stunden hier zufahren oder wir schicken sie natürlich gleich zum Endkunden. Aber natürlich haben wir in Halle auch dieselben Angebote, wie wir sie in Köln haben und wie wir sie über das Internet kommunizieren.
lediglich nicht in der Riesenstückzahl, aber für jeden, der sich reichlich eindecken will, zum Beispiel hier mit der großen Pommesscheibe zweite Wahl, wir können innerhalb von ganz kurzer Zeit aus dem Lager eben hier nachbeschaffen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hier im Store in Halle-Westfalen. Das war ein Ausflug durch die Firma Holzporzellan. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es war für Sie interessant und ich habe mir jetzt einen Kaffee aus einer echten Holzporzellantasse redlich verdient und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.